Herzlich willkommen zu Heute in Deutschland. In genau 4 Stunden ertönt ein Pfiff und dann geht's los. Das 2. Spiel der Nationalmannschaft bei dieser EM. Deutschland gegen Kroatien. Das Ziel ist von Trainer Jogi Löw klar formuliert. Mit einem Sieg möglichst schon fürs Viertelfinale qualifizieren. Noch bereiten sich die Spieler abgeschieden in Ruhe vor. In Klagenfurt selbst aber ist es schon nicht mehr so ruhig. Anschwitzen für den großen Tag. In knapp 4 Stunden geht's los in Klagenfurt. Und die deutschen Fans machen ordentlich Stimmung. 20.000 werden erwartet. Ein langer Tag liegt hinter und vor ihnen. Wir sind jetzt lang mit 12 Stunden hinzugefahren, aber trotzdem sind wir gut dabei. Ein paar Bierchen getrunken und jetzt geht's los. Und wir knallen die weg, das sage ich euch. Hier ist heute noch ein bisschen Party in der Stadt. Definitiv 2:1 für uns. Unser Polensturm, also Poldi und der Klose, ganz klar. Die Wirte der Stadt sehnen sich nach einem Tag wie diesem. 100.000 Fans sollen kommen. Da lockt das große Geld endlich mal wieder. Die letzten Tage war es nämlich eher mau hier. Die Standmieten wurden schon halbiert. Manche Wirte haben aufgegeben, andere kämpfen noch. Ja, wir haben Mitarbeiter schon abgebaut. Wir hatten ja ursprünglich Aushilfen auch. Die sind alle schon nicht mehr da und wir produzieren auch keine Überstunden. Heute freilich fließt das Bier in Strömen und vor allem sie dominieren hier das Stadtbild. Kroatien liegt quasi vor der Haustür. Kein Wunder also, dass aus Klagenfurt Klein Zagreb wird. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Also, Deutsche haben keine Chance. Ich sag's dir direkt. Der ist extra aus Australien gekommen, der Junge. Atmosphäre zwischen den deutschen Kroaten sehr gut, muss man sagen. Wir feiern alle untereinander. Soll das auch sein bei einer EM, bei der WM, scheißegal. Wir feiern alle untereinander. Der Bessere möge gewinnen, aber ich glaube, wir werden gewinnen. Na dann, auf dass es ein großes, friedliches Fußballfest wird. Heute in Klagenfurt. Ja, so sieht's also derzeit dort aus, aber noch sind gar nicht alle Fans. Countdown läuft, also nur noch gut 5 Stunden bis zum Anpfiff im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Unsere Jungs, die schwitzen sich gerade an und auch mein Kollege Martin Leutke ist ziemlich nass, allerdings eher vom Regen, oder? Ja, wobei bei Wetter im Moment haben wir wirklich perfektes EM-Wetter. Im Moment hat der Regen aufgehört und auch wir schwitzen uns langsam an. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt noch hört. Denn die Deutschen sind alle gekommen. Es sind mehrere Fanzüge unterwegs hier nach Klagenfurt. Die ersten sind heute Morgen schon angekommen. Insgesamt 20.000 Fans werden hier aus Deutschland erwartet. Allerdings auch 30.000 aus Kroatien. Also eine riesige Party und die meisten, glaube ich, haben Tickets. Wir können mal fragen hier, ganz kurz, wo kommst du her? Aus Stuttgart kommen wir. Aus Stuttgart. Und wie lange seid ihr schon da? Seit gestern Abend um 11 sind wir losgefahren, heute Morgen um 6 angekommen, mit unserem MB100 hierher gebrettert, durch die Tunnels. Haltet ihr denn durch bis heute Abend? Ja, Mensch. Logisch. Und da sind wir dabei. Ja, logisch. Wie ist denn die Stimmung in Klagenfurt im Moment? Perfekt. Da ist die Hölle los hier. Da brennt der Baum, brennt hier. Perfekt. Okay, dein Tipp für heute Abend. Wie sieht's aus? Ah, ich würde auf ein 2:1 auf jeden Fall. Also ein Zug. Hat unser Polensturm, der trifft auf jeden Fall. Lukas Podolski. Ja, klar. Und Miro. Alles klar. Ja. Okay, danke dir. Und übrigens, mit dem zweiten sieht man besser. So sieht's aus. Heute Abend auch live im ZDF. Das Spiel natürlich. Ganz kurz nochmal hier die Frage. Haben Sie auch ein Ticket heute Abend? Ich habe auch ein Ticket. Schon lange erworben. Und dann sind wir dabei. Sind wir heute dabei und ich hoffe, das wird wie damals 4:1 für Deutschland. Also, die Tipps sind verwegen, aber die Stimmung ist allerbestens hier in Klagenfurt. Die Fans rechnen mit einem klaren Sieg und die Stimmung ist super. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter einigermaßen mitmacht. Die Sicherheitslage vielleicht noch ganz kurz ist unverändert zum Polenspiel. Die Polizei sagt, auch heute Abend könnte es kritisch werden, weil viele Fans unterwegs sind, die man unter genauer Beobachtung hat. Also hier sind Fanbeobachter aus Deutschland, aus Kroatien im Einsatz, die da ein ziemlich genaues Auge drauf werfen, damit hier heute Abend nichts passiert. 300 Schaffen der Polizei aus Deutschland sind auch mit dabei. Wir hoffen einfach mal, dass wir das alles nicht brauchen und die Jungs heute Abend richtig Stimmung machen für unser Deutschlandspiel. Wir drücken die Daumen, wir hier in Klagenfurt und natürlich jeder in Deutschland auch, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist klar, Martin. Was ist denn dein Tipp? Ja, ich glaube 3:1 für Deutschland ist realistisch. 2-mal Podolski, 1-mal Klose. Ich glaube, das haut hin. Prima. Vielen Dank, Martin Leutke. Ich hoffe, Sie hören danach noch was. Herzlichen Dank nach Klagenfurt.